so. Warum schaut sie so? Thank you.
Betrachtete sie uns scharf und so verwandelte sie mich.
Bergungsliste. Was mir gehörte. Das grüne Haus, von Papa gebaut. Küche, Schlafzimmer, mein Zimmer. Mein Bett, mein Buch, mein Küchentisch, draußen der Logos, die Quelle mit den Fröschen. Nicht gekocht.
nichts. Sag nicht Mutter, sag Alfie. Natürlich. Was verstehe ich? Dieser Name ist jetzt.
war dieser Augenblick, der jedes Mal wehtat, wenn der Herbst am schönsten war und am bedrohlichsten. Dies hier war leicht zu erinnern. Niemand kann zu es weinere kreisen und antwortet die Wage über
Gesicht hier. Signal. Betrachtete mich scharf und so verwandelte sie mich scharf.
Krankenhaus, würde sie sich nicht wohl fühlen, weißt du, sie liebt es zu gehen im Freien. Sie ist ein Pferd, aber was ist denn das an Tieren? Sie kommen in glänzt. Thank you.
komm nach oben. Was für morgen war in sonderbaren Würfen. Denn wer kann das denn in normalen Würden erzählen? Versuche sie, Kapitän Nemos Bibliothek. Sekund, aber das geht auch nicht. Mein Mann hat mir auf verrotten Füßen in Pfeffer entstanden. Deswegen nur noch ist man ausgetauscht worden, ist man nie sicher, ein richtiger Mensch zu sein. Ich glaube, darum hatten sie alle Angst vor Sven und Alfhild und mir, weil wir uns nicht sicher waren, Menschen zu sein. Hey! Ich habe dich beobachtet. Ich zeig dir was. Ja, was suchen wir denn? Den Feind. Wen? Ich habe gesehen, dass du uns beobachtest. Eva, Lisa und mich. Darum dachte ich, dass du es auch wissen solltest. Ja? Sie kommen jeden Tag nach dem Gottesdienst hierher. Warum geht er jetzt bei uns zum Gottesdienst? Ja, wer denn? Na, der Feind. Du bist der Einzige, dem ich es sage, weil ich weiß, dass du nach uns schaust. Wir müssen Eva Lisa verteidigen. Ja. Ja. Da! Sie kommen! Der Feind. Ich kenne ihn aus einem anderen Dorf. Jeder kennt ihn. Schau. Schau nur, was er tut. Du bist nett. Ich mag dich. Doch der Lichte. Komm mit mir. Oh,
nie mehr wird erkommen. Was hast du für ein schönes Kleid mit Tulpen? Aber es kann trotzdem gehen, wenn man es sich wirklich wünscht, geht es. Oh, das wird eine schiefe Reihe, aber nicht schlecht für den Anfang, weißt du. Here.
ein so Quatsch, ein Irrtum. Verschwinde. Nein, mein Haus, mein Buch, meine Quelle. Man sah dich mit dem Jungen auf dem Nachbarhof. Ihr habt geknutscht. Was sagst du dazu? Ich erbarmte mich deiner, erbarmte mich des weisen Kindes, nicht der Unzucht. Ist das die Wahrheit? Wir könnten sein, jetzt meine Heimat.
Ich bin jetzt da.
Aber das Schlimmste kommt erst noch. Jetzt sollst du erwachsen werden. Du musst zusammenfügen. Sonst hat alles keinen Sinn gehabt. Mein Leben, mein Tod. Denn ich gehe eine Zeit lang fort. Was meinst du denn? Ich bin tot und werde wieder auferstehen. Und bleibe dann an deiner Seite. Sie ist tot und hat schwarze, schräge Augen. Sie kommt zu mir zurück. Sven Hedman, schnell! Thank you.
Wie sonderbar, das Heil mächtige
Signal hat meinen Namen durchgestrichen. Weiß, ob das helfe. Das ist eine Art Befreiung. Was ist denn aus? Was steht denn gesetzt? Wer hat denn gesagt, dass es zu verstehen ist? Die gleichen schönen Augen, und doch fügt es sich nicht zusammen. Das geht nur in Nemos Bibliothek. War er vergebens, dann hat er nur wehgetan. Ich habe immer überlegt, ob ich nettig sein wollte oder nur Verräter wie er, obwohl nettig vielleicht der Schmerzpunkt
war, der sie wieder Kolungen schuf. Und dies war der Rotze Traum, ich will ihr nicht in den Kiel. Signal! Das schönste Menschliche, als Monster zu leben, weit draußen. Johannes am Leben, ich tot und umgekehrt. Und einer zu sein, der das Menschliche sichtbar macht. Ich ruderte dennoch hinaus und war frei. Sie betrachtete uns scharf. Und so verwandelte sie mich.